Was mache ich eigentlich, wenn mein Arbeitgeber nichts von Corona-Schutzmaßnahmen hält? Wie ist die Rechtslage? Die Frage kam heute vom Reno-Verband in Hamburg. Rainer Schulz fragte, wir kriegen immer wieder Anfragen von Mitgliedern, die in Büros arbeiten müssen, wo es keine Schutzmaßnahmen gibt, wo sogar abgeraten, ja gar verboten wird, Masken zu tragen und Besucher natürlich auch reinkommen, ohne dass Abstände eingehalten werden oder weitere Maßnahmen ergriffen werden. Die Rechtslage ist in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ausgestaltet. So ist es beispielsweise hier in Bayern so, dass es eine Maskenpflicht gibt, die bedeutet, dass überall dort, wo der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, eine Maske getragen werden muss. Tut man es nicht, dann sieht der Bußgeldkatalog ein Regelbußgeld von 250 Euro vor. Das Gesetz sieht einen Rahmen von maximal 25.000 Euro vor. Und in Bayern ist sogar vorgesehen, dass für den Fall, dass bei einer vorsätzlichen Verletzung dieser Pflicht fahrlässig verursacht wird, dass sich jemand ansteckt, der muss nicht krank werden, es reicht schon die Übertragung von Krankheitserregern, dann liegt sogar eine Strafbarkeit nach dem Infektionsschutzgesetz vor, die eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren vorsieht. Natürlich schwer nachweisbar. Wir hatten die gleiche Diskussion schon bei der Aktion Wir machen auf und das ist im Grunde um die gleiche Paragraphenkette, die hier mal auf die Maskenpflicht und woanders auf die Öffnung von Läden und Restaurants verweist. In Sachsen hingegen gibt es keine Bußgelder für Verletzung von Maskenpflichten am Arbeitsplatz. Das hatte man ausdrücklich aus der Verordnung herausgenommen, warum auch immer, aber so ist nun mal die Rechtslage. Das bedeutet aber nicht, dass Arbeitnehmer in Sachsen völlig schutzlos sind. Was kann man also tun, wenn ich einen Arbeitgeber habe, der sagt, es kümmert mich alles nicht, das ist alles Firlefanz? Nun, ein Arbeitgeber ist auch nach den Arbeitssicherheitsgesetzen verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, die Gefährdungen am Arbeitsplatz zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen dafür zu treffen. Wenn es gleichwohl zu einer Verletzung oder einem Unfall kommt, haftet zwar zunächst einmal die Berufsgenossenschaft, dafür ist sie da und dafür gibt es auch eine Haftungsüberleitung, aber bei Vorsatz oder bedingtem Vorsatz kann auch eine persönliche Haftung des Arbeitgebers stattfinden. Arbeitsrechtlich wäre es denkbar, nicht den Arbeitgeber abzumahnen, aber zum Beispiel die Arbeit zu verweigern, zu sagen, ich bin nicht bereit, ins Büro zu kommen, solange dort nicht die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. Und insgesamt muss man sich natürlich fragen, in manchen Berufen gerade, warum arbeite ich an einem Arbeitsplatz, wo meine Gesundheit nicht respektiert wird? Es liegt jetzt vielleicht an verschiedenen Branchen, aber bei Rechtsanwaltsfachangestellten beispielsweise, wo das Beispiel herkam, da ist es ja eigentlich so, dass in den meisten Orten ein solcher Überhang an Nachfrage besteht, dass man sich das aussuchen kann, wo man arbeitet. Und dann könnte man sich bei der Gelegenheit überlegen, bin ich eigentlich bereit, meine Arbeit, aber vor allem meine Gesundheit für einen Arbeitgeber aufs Spiel zu setzen, der nicht einmal bereit ist, vielleicht ein paar Masken bereitzustellen oder für entsprechende Konzepte zu sorgen. Zumal auch Homeoffice ziemlich gut funktioniert in der Rechtsanwaltskanzlei. Wir sind 20 Leute auf mittlerweile über 300 Quadratmetern und wir verteilen uns hier so, dass quasi jeder 30, 40 Quadratmeter für sich hat. Die Anwälte sind sowieso größtenteils im Homeoffice, kommen nur gelegentlich vorbei und das funktioniert auch ziemlich gut. Also es ist nicht notwendig, immer vor Ort zu sein. Mandanten haben hier sowieso nichts mehr zu suchen. Die können über Videokonferenz mit uns genauso Kontakt aufnehmen. Unterlagen vorbeibringen, das funktioniert auch unter Einhaltung der nötigen Sicherheitsmaßnahmen. Und FFP2-Masken gibt es hier schon seit Wochen in der Kanzlei, natürlich von hier, von der Kanzlei gestellt. Also da wäre es eigentlich nicht so schwierig. In Handwerksbetrieben sicherlich schwieriger durchzusetzen, eine Homeoffice-Pflicht. Aber die einfachen Schutzmaßnahmen lassen sich auch in einem Handwerksbetrieb leicht durchsetzen.